Ludwig Mies van der Rohe kam für einige Tage nach Berlin, zum ersten Mal seit 26 Jahren zu Besuch in die Stadt, in der er 33 Jahre wirkte. Er entwarf die Galerie des 20. Jahrhunderts. Im Frühjahr wird begonnen am Kemperplatz in der Nähe der Philharmonie. 1967 soll Eröffnung sein. Professor Mies ist einer der führenden Architekten der Welt, hat überall gebaut. In Berlin entsteht zum ersten Mal nun ein repräsentativer Bau des jetzt 78-jährigen gebürtigen Aacheners. Von 1931 bis zur Schließung war Mies van der Rohe Nachfolger von Gropius als Bauhausdirektor. Seit 1938 lebt er in Chicago. Zur Berliner Pressekonferenz begleiteten den prominenten Gast Senatsbaudirektor Düttmann und Bausenator Schwedle. Als ich hier ankam, wusste ich überhaupt gar nicht, wo ich war. So sehr hat sich eigentlich Berlin verändert. Und es ist mir auch immer noch nicht ganz klar, wenn ich herumfahre, wo ich eigentlich bin. Ich kenne noch ein paar alte Punkte. Die Gedächtniskirche, die man ja immer noch sieht. Den Bahnhof des Zoos. Und so verschiedene ganz augenfällige Punkte. Ich war erstaunt, in welchem Umfang eigentlich der Wiederaufbau durchgeführt worden ist in der kurzen Zeit. Und ich finde die Energieentfaltung, die hier immer stattfindet, ist so augenfällig und so überraschend, dass ich das gar nicht erwartet habe. Und ich glaube, dass die Bemühungen der Stadt Berlin mit ihrer Verwaltung also nicht enttäuscht sein sollten, wenn nicht alles so schnell geht. Städtebau ist eine langsame Arbeit und man muss schon über große Zeiträume kalkulieren und projektieren. Und ich glaube, dass ich kann zwar verstehen, die Energieentfaltung, dass man unruhig wird, dass man etwas fertig machen möchte. Wir haben sehr gute Beziehungen gehabt in unserer Arbeit, jede Unterstützung gefunden und mit jedem, mit dem wir zusammengekommen sind, haben wir eigentlich eine Art Freundschaft geschlossen. So, ich glaube, für den Bau, den wir selbst vorhaben hier, wird alles sehr gut und zufriedenstellend verlaufen.